Zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem neuen Vlog heute. Es geht heute im Vlog um die zweite Bundesliga, um die Livestreams, um die Videoideen für FIFA 17, allerdings auch um die Kanalumstrukturierung so ein bisschen. Ich werde zumindest mal die groben Pläne erläutern und überhaupt mal sagen, dass es eine gibt. Es wird noch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es einfach noch zu früh ist, aber wir werden ein bisschen was erfahren. Jetzt aber möchte ich euch zum Start dieses Videos einmal auffordern zu liken, wenn es euch gefällt und wenn euch die Ideen gefallen, eure Meinung in die Kommentare zu schreiben zu den einzelnen Sachen, die ich schon preisgeben werde. Macht es auf jeden Fall und vor allem der Like ist sehr wichtig, würde mich tierisch drüber freuen, aber ich möchte einmal kurz was zeigen, und zwar, was ich jetzt hier in der Zeit bisher auf Malta so an FIFA gespielt habe, nämlich einen Karrieremodus mit Napoli. Und da möchte ich euch einmal kurz diesen Kader zeigen, weil ihr kennt mich ja. Ich bin da immer sehr dabei, Kader vorzustellen, beziehungsweise meine Karrieremodi euch immer mal zu zeigen, die ich privat spiele. Ich drehe jetzt einmal das Handy um und dann labern wir mal da ein bisschen rum. Ich hoffe, man sieht das alles. Wir haben Jan Oblak, Serge Aurier, Musacho, Chancel Mbemba, Sime Fyzelko, der ist allerdings verletzt jetzt gerade und spielt auch normalerweise in Niederstadt, eigentlich Kennedy. Das Chelsea dann. Dann Palinja ist geglitscht. Dann Renato Sanchez mit 20,85, einfach nur krank. Philipp Coutinho, gerade erst gekauft für 40 Millionen. Deulofeu auf der rechten Seite, vorne Harry Kane. Und dann Kennedy, Dries Mertens, Lamela, Griesbeck, Sanabria, Dahoud, Jean-Mario, Koulibaly, Brinoli, Haifa, Jiménez, Chiriches, Sané, Gabriel, Goulam, Brathwaite, Götze, Albiol, Kranjo, Chaloba, Grassi, Bonatini, Baselli, Malcolm und Mattiello, die letzten davon ausgeliehen. Ja, ihr könnt euch die einzelnen Sachen nochmal angucken, wenn ihr das Video pausiert. Ich denke mal, das ist ganz geil. Der Kader ist auf jeden Fall richtig sick. Das macht richtig Spaß, aber ich werde jetzt einen neuen Karrieremodus anfangen und deswegen wollte ich euch den jetzt hier einfach mal zum Ende noch zeigen. Übrigens Kane, 21 Spiele, 24 Tore, alles simuliert. Das läuft schon ganz gut. 79 Millionen Marktwert mit 24, kannst du so machen. So, so viel erstmal dazu und dann sehen wir uns später wieder, wenn es um das eigentliche Thema geht. Bis gleich. Verdammt, Freunde, ich habe was vergessen. Ich fällt mir jetzt gerade ein, wo ich in der Tür stehe und wir gleich los wollen nach Sliema. Das habt ihr ja schon gesehen, aber ich glaube, ich werde es auf dem Weg irgendwann mal machen. Ich bin ja mittlerweile schon gewohnt, von diesen Leuten zu reden. Die wissen ja schon, was ich mache, zumindest der Großteil. Das ist übrigens immer so ein bisschen complicated, das teilweise den Leuten zu verklickern, gerade Mädchen. Und wir sind hier deutlich, also irgendwie schon viele Mädchen in diesem Haus, momentan zumindest noch. Aber verhältnismäßig, die Schweden, Neven, ich, Axel. Das war es von den Kerlen her. Ach nee, Alba was. Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, das ist immer ein bisschen schwer zu verklickern, aber mittlerweile haben das, glaube ich, alle mit so einigermaßen gecheckt. Es geht hier das Licht an. Ich wollte euch ja noch erzählen, wie das mit dem Kanal aussieht, mit dem Livestream und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, ich fange jetzt zumindest mal kurz an mit dem Livestream. Es wird in nächster Zukunft wieder Livestreams geben, sobald ich in Deutschland zurück bin. Ich habe das Ganze mit Open Broadcaster schon so ein bisschen, ich habe das Programm schon wieder installiert zumindest mal. Ich habe mit Footy geklärt, dass wir das eventuell machen, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin. Grüße an Footy an dieser Stelle, Link ist jetzt mal in der Videobeschreibung, wenn ich sie vergessen habe. Ist ja auch mein Designer, da kommt auch noch ein bisschen was. Ich hatte ja mal das ganze Kram fertig gemacht, OBS auch konfiguriert und so. Allerdings habe ich dann irgendwie meinen PC geschrottet und dementsprechend musste ich das Ganze nochmal neu machen. Das habe ich einfach bis heute nicht hinbekommen. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt in den nächsten Wochen, das wieder so gut hinzubekommen und dann wird auch wieder öfter gestreamt. Ich habe ein bisschen mehr Zeit definitiv, weil meine Freundin ja nicht mehr hundertprozentig da ist. Und ja, deswegen denke ich mal, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Die Streams waren eigentlich immer relativ cool und ich denke mal, dass wir da auch eine Menge Spaß haben können, denn da wird es Karrieremodi geben, da wird es Ultimate Team geben, da wird es eigentlich alles geben, vielleicht auch mal andere Spiele als FIFA. Vielleicht einfach mal FAQs oder Gelaber, sowas, auf das auch viele von euch mittlerweile ja stehen. Wenn man sich mal solche Kanäle anguckt, wie Marcel Scorpion, die mit Call of Duty angefangen haben und jetzt mit einer Million Abos mit Vlog-Kram bekommen. Das ist schon krass, wie sich das noch ein bisschen verschoben hat. Aber naja, das auf jeden Fall erstmal zu den Livestreams. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr wieder bei den Livestreams dabei sein wollt, ob ihr noch an gute alte Livestream-Zeiten zurückerinnern könnt, ob ihr mit meinem 24-Stunden-Livestream-Fail dabei wart oder ob ihr irgendwie noch gar keine Erfahrung mit mir und Livestreams habt. Sind ja auch viele dazugekommen. Haut mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare und dann sehen wir uns später nochmal wieder. Und dann geht es ein bisschen um den anderen Content, der auf YouTube kommen wird, zu FIFA 17 bzw. in den nächsten Monaten. Seid gespannt. Es wird auf jeden Fall geil. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. So, wir sind an der Bushaltestelle angekommen hier in, alles klar, in, ich weiß nicht wo, da hinten ist auf jeden Fall Sliema, da wo wir jetzt gleich hinfahren. Und Freunde, ich wollte es ja eigentlich erst am Wochenende posten, weil ich dachte, es ist noch nicht so bekannt, aber offenbar ist es doch schon bekannt. Hannover hat eine neue Torhymne und ein neues Einlauflied, was richtig geil ist. Einmal Nelly the Elephant als neues Torlied. Wie war da wieder, war schön, ein paar Jahre lang, aber mittlerweile passt es einfach nicht mehr. Und Nelly the Elephant ist Party pur. Richtig gut zum Ausrasten und so, das ist, hört sich mal an, finde ich mega gut. Und auch die neue Einlaufmusik, Can't Stop war ziemlich geil, muss man ganz ehrlich sagen, war ein gutes Einlauflied.
muss man noch nicht zwingend ändern, aber Innovation ist immer gut. Und Know Your Enemy ist das ehemalige SmackDown-Lied und das ist richtig geil. Das ist von Doc Green Day. Es ist wirklich richtig, richtig nice. Da freue ich mich mega drauf, wenn das jetzt hier in Zukunft unser Einlauflied wird. Und von daher, ich werde jetzt wieder komisch angeguckt. Nee, die könnte ich nicht, ist ja auch egal. Also von den Leuten, die ich sowieso kenne. Oh nein, meine Locke. Richtig geil, schreibt mal eure Meinung, die 96, wenn es in die Kommentare. Und glaube ihr, selbst wenn ihr es nicht mögt bisher, ihr werdet es noch lieben lernen. Ja, weil die beiden Lieder sind einfach mega gut. So, aber das war nicht, was ich sagen wollte. Den Rest, der kommt halt später. Ja, gut. So, Freunde, wir haben mittlerweile gegessen, sind jetzt gerade mal wieder auf dem Weg zum Bus, wie wir eigentlich die ganze Zeit am sein tun und haben. Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz sagen, wie das aussieht mit den Videos. Also, es gibt verschiedene Ideen. Es wird Karrieremodus geben. Und zwar zwei Stück. Einen mit einem Top-Team mehr oder weniger und einen mit einem kleineren Team. Dieses kleinere Team, das kann ich jetzt schon mal verraten, spielt in der zweiten deutschen Bundesliga und naja, ich denke mal, ihr könnt es euch denken. Ist nicht so schwierig. Welches das große Team ist, verrate ich jetzt noch nicht. Das steht auch noch nicht hundertprozentig fest, aber ich habe eine Tendenz. Kommt auch darauf an, wie ich The Journey spiele. Ein Newcastle-Karrieremodus wird es früher oder später auch geben, irgendwann, wenn der andere Zweitliga-Karrieremodus ein bisschen langweiliger geworden ist, weil es werden sehr viele Folgen kommen. Beziehungsweise Newcastle-Karrieremodus könnte es auch im Stream geben, je nachdem, im Stream werde ich, also wird auch viele verschiedene geben. The Journey wird wie gesagt mit einigen verschiedenen Mannschaften kommen. Ultimate Team, oder beziehungsweise mit einer verschiedenen, also mit einer erstmal und mal sehen, ob noch was anderes kommt. Wir müssen rennen. So, Amigos, das war jetzt gerade ein bisschen blöd, wir mussten zum Bus rennen, dementsprechend konnte ich nicht weiter aufnehmen, aber jetzt kann ich gerade. Ja, ich war mit Karrieremodus und The Journey fertig. Jetzt geht es nochmal um 7 Minute Squads, beziehungsweise im Ultimate Team allgemein. Also 7 Minute Squads wird es weiterhin geben. Mal sehen, wie ich das Ganze aufbaue, aber an sich ist das ja ein Konzept, das über die Jahre relativ gleich geblieben ist und man nicht groß was ändern muss. Dann wird es natürlich noch sowas geben wie Dealbrit oder sowas in der Art, mit Squadbildern und so. Das weiß ich auch noch nicht genau, weil ich werde nicht viel Geld in das Spiel investieren. Am Anfang wird es ein bisschen Pack-Opening geben, klar. Aber das wird sich wieder genauso halten wie letztes Jahr. Ich werde nicht große Pack-Openings machen. Aber ich kann ihre Modus lieber machen, kein Geld in dieses Spiel investieren möchte. Und ja, Challenges wird es auch geben. Das auf jeden Fall. Ja, das sind die drei Sachen dazu. Kommt noch was, das werdet ihr noch sehen. Aber ich sag mal, ich schieße viele schöne Tore. Und ich spiele sehr, sehr oft privat auf FIFA. Und die Elgato hat eine Rückspülfunktion. Mehr sage ich nicht. Ja, zu den Vlogs. Dazu können wir jetzt gleich nochmal kurz kommen. Das wird folgendermaßen laufen. Die Vlogs, wie jetzt beispielsweise, die werden einfach ganz normal. Wenn ich in Städte fahre, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, wenn ich mit meiner Freundin mache, dann werdet ihr das sehen. Jetzt werde ich übrigens gerade wieder richtig beschissen angeguckt, weil kein Mensch versteht, was ich hier eigentlich mache und warum ich in Deutsch rede und so weiter und so fort. Aber naja, kann ich mit leben. Also die wird genauso weitergeben. Vielleicht perfektionierst du noch ein bisschen meine Schneideskills oder arbeite meine Schneideskills, damit die noch ein bisschen anspruchsvoller aussehen und so. Aber ich denke mal, euch gefallen die ja so schon ganz gut. Vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die lenken, weil ich finde, meine Vlogs sind eigentlich gar nicht so schlecht. Oder kann ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, so ist es nicht. Ihr habt schon so viel zu schreiben, ist unglaublich. Und die Stadion-Vlogs, die werden sich auch noch mal ein bisschen verschieben. Ach genau, Vive la France. Habe ich mich erschrocken. Alter Schwede, das ist unser Franzose hier. Die werden sich noch mal ein bisschen verschieben in der Art und Weise, wie ich sie mache. Es wird mehr auf die Gegner eingegangen, es wird nicht immer das Gleiche sein. Ich fahre zum Stadion hin, ihr seht den Weg. Und ihr seht vom Stadion eigentlich nichts, beziehungsweise kurz mal einen so einen Shot und das war's. Nein, ich werde noch mal ein bisschen ausführlicher machen. Ich werde aber die Ultras natürlich nicht zeigen, weil die wollen das ja nicht. Und es wird Informationen geben zu den Gegnern und so weiter und so fort und alles Mögliche. Also die werden auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen revolutioniert. Werdet ihr dann ja auch sehen nach dem Dresden-Spiel, beziehungsweise beim Dresden-Spiel, je nachdem, wann ich meine Kamera wieder habe und wie das Ganze alles läuft. Ich weiß noch nicht, ob ich da schon filmen kann oder so. Wir werden sehen, was mit der Kamera passiert, weiß ich nicht, weil der... Die Lufthansa hat mich am maltesischen Airport weitergeleitet und der Airport sagt irgendwie, wir haben es auch nicht, wir können da auch nicht helfen und das ist alles irgendwie ein bisschen doof. Aber naja, so, ich bin mittlerweile in diesem Haus drin, es heilt und dementsprechend höre ich jetzt auch auf zu reden. Ja, wir sehen uns nicht mehr wieder. Wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben da, schreibt mir, was ihr von den Neuerungen haltet. Vive la France! Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Und zwar dann mit meiner Meinung zum Topspiel, den Predictions für die zweite Liga. Und sowas in der Richtung. Bis dann, macht's gut, wunderschönen Tag noch, passt auf euch auf. Halt auch mal die Fresse hier. Und ciao.